Der Film spielt in einer Alternativrealität, alles wie jetzt, nur man kann eben halt von 24 Stunden sein Geschlecht ändern lassen. Ja, das waren jetzt vier Filme in 5 Jahren halt. Und jetzt wird das mal kein Privatleben mehr. Ich habe lange gestrauchelt, ob ich diesen Film machen soll, weil ich dachte wirklich, oh Gott, ich habe so ein Penisfilm kann schon Karrierekiller auch sein, ganz leicht. Man kann sich auch als Mann, wenn man einer Frau ein Geschlecht gibt, den Penis auch ganz schnell irgendwie in so politische Fettnäpfchen reinsetzen, was man aus Versehen, was man gar nicht will, erzählt. Und aber da es mir auch Angst gemacht hat, habe ich es dann gemacht, genau deswegen. Ja, ich bin Quereinsteiger im Film, also ich habe nicht, komme von keiner Filmhochschule, ich wurde auch bisher noch nicht im Fördersystem gefördert, aber ich mache halt meine Filme und habe das Glück, dass ich dafür einen Verleiher finde. Meine ersten beiden Filme sind weltweit an Netflix verkauft worden. Das Hollywood Magazine Variety hat mich dieses Jahr auf die Europeans to Watch, Top 10 Europeans to Watch 2018 gesetzt. Also es tun sich Sachen für mich. Es ist nicht so, ich habe für RTL eine Serie gedreht. Also Leute kommen auf mich zu, aber das ist im klassischen Fördersystem, die Redakteure oder wie das funktioniert, da bin ich noch nicht angekommen. Ich würde gerne mit Förderung arbeiten. Das Problem ist aber auch, ich arbeite halt sehr schnell und sehr impulsiv. Das heißt also, wir haben eine Idee, wir haben die Schauspieler und wir machen es. Und die Vorstellung halt, 3-4 Jahre theoretisch einen Film zu machen, gerade am Anfang deiner Karriere. Also wenn du dich noch finden willst, wenn du Sachen ausprobieren willst, dann sollst du 5 Jahre warten, bis du deinen Film gemacht hast und dir am besten noch 3 Jahre lang totreden. Das war irgendwie nicht ich. Ich hatte da mehr die Kraft auf. Ich bewundere Leute, die das können wirklich, weil ich habe die Kraft, nicht 3 Jahre lang theoretischen Film zu machen irgendwie. Ich habe die Kraft, einen Film so zu machen. Das ist mein Ding. Es ist total toll hier. Es ist total warm. Also warm meine ich nicht das Wetter, sondern ich meine warm die Herzlichkeit, mit der man hier empfangen wird. Und der Christoph Gröner hat damals, ist ganz witzig, er hat Liebe mich damals meinen ersten Film abgelehnt und hat mir eine liebe lange Mail geschrieben, warum. Und ich konnte das irgendwie auch nachvollziehen. Also es gab auch mehrere Filme in dem Jahr, die ähnliche Thematiken hatten mit ähnlichen Hauptfiguren. Und mein Film war da nicht stark genug in dem Jahr, für diesen Jahrgang. Aber was er gemacht hat seitdem ist, sobald er auf Facebook mitbekommen hat, ich drehe was, ich habe was fertig, hat er sich immer sofort bei mir gemeldet und wollte diese Filme sehen. Also er war interessiert und er hat mich quasi in den Augen behalten. Und ich habe ihn halt bei diesem Film versprochen, dass ich ihn als ersten dichten darf und schauen darf. Und ich war dann natürlich mega happy, dass er uns dann auch wirklich genommen hat hier, weil es ist toll. So, ist mein erstes Mal in München und hoffentlich nicht mein letztes Mal. Ist ein bisschen vage, oder? Blick in die Zukunft, das kann alles sein. Keine Ahnung. Vielleicht Geld auf meinem Bankkonto? Förderung, keine Ahnung. Vielleicht, dass mein Redakteur auf mich zukommt und sagt, hey, ich mochte einen deiner Filme, habe auf Netflix einen Film von dir gesehen, willst du nicht mal was mit uns vielleicht machen? Also ich bin an sich ganz erreichbar.